Christos Anesti. Christos Anesti. Was sagen da die Griechen? Genau das sagen sie. Christos Anesti, Alithos Anesti. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Und das ist die Freude, die Botschaft, die von diesem Tag ausgeht. Ja, und sogar bis Himmelfahrt. Nicht zu eurem Himmelfahrt, sondern auch in 40 Tagen unser Himmelfahrt. Also 40 Tage lang begrüßen wir uns am Telefon, auf der Straße. Und wenn wir uns treffen, morgens, wenn wir aufstehen, mit Christos Anesti. An der Stelle muss man vielleicht dazu sagen, Christi Himmelfahrt, unser Christi Himmelfahrt ist ja jetzt bereits in 4 Tagen, weil unser Osterfest schon Ende März war. Das orthodoxe Osterfest ist in diesem Jahr deutlich später. Woran liegt es eigentlich? Ja, seit dem 4. Jahrhundert hat man mal beschlossen, wann Ostern zu feiern ist und hat einen Kalender aufgeschrieben, die bis heute Gültigkeit haben. Aber man ist damals von einer etwas ungenauen Voraussetzung ausgegangen und mittlerweile läuft der Kalender 13 Tage falsch. Das heißt, die Sonne und der Frühlingsvollmond, nachdem ja wir alle unser Ostern berechnen, ihr wie wir, ist bei uns leider falsch berechnet. Und dadurch haben wir dann teilweise einen ganzen Zyklus von Vollmond, den wir abwarten müssen, bis wir zum richtigen Ostertermin kommen. Wir müssten das mal umstellen auf die astronomischen Gegebenheiten, aber das ist bisher nicht gelungen, vor allem weil die slawischen und die russischen Kirchen da nicht mitmachen. Das heißt, so eine Umstellung könnte auch eine Kirchenspaltung nach sich ziehen? Würde, ganz sicher. Würde, ganz sicher. Haben.